Mein Name ist Hans Hirschmann. Ich bin am Landeskrankenhaus Feldkirch für den Bereich Hygiene zuständig. Ich bin auf der einen Seite Hygienefachkraft und auf der anderen Seite habe ich Gesundheitswissenschaften studiert. Also dieser Test, der heißt ATP, Biolumineszenz. Mit dieser Testmethode hat man die Möglichkeit, Verunreinigungen auf Oberflächen nachzuweisen. Testaufbau war, dass auf einer Fläche geschaut wurde, wie stark ist die Verunreinigung. Im Anschluss daran wurde die Hälfte des Feldes mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gereinigt, die zweite Hälfte mit Enyo-Produkten. Dann wurde wieder eine Messung vorgenommen und dann verglichen, wie gut war die Reinigungsleistung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln. Wie gut war die Reinigungsleistung mit Enyo-Produkten? Der Test wurde ganz bewusst auf unterschiedlichen Oberflächen durchgeführt, die grundsätzlich in einem normalen Haushalt vorkommen. Ablageflächen, Kühlschrank-Innenfläche, das sind jene Bereiche, wo mögliche Bakterien sich auch sehr gut vermehren können. Das Ergebnis war insofern sehr aufschlussreich, weil man sehen hat können, dass die Fasertechnologie ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt. Es liegt ganz eindeutig an der Faserstruktur der Enyo-Produkte. Mit diesen Fasern und mit Wasser können Verunreinigungen auch aus tieferen Schichten sehr gut entfernt werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass jedes Reinigungsmittel, welches verwendet wird, zu einer Umweltschädigung führt. Wenn nur mit Fasern, nur mit Wasser gereinigt wird, hat das auch eine unmittelbare Auswirkung auf unsere Gesundheit.